Ja, hallo, Schwarthelm Ziehfreund. Hallo, Frau Stiegler, hallo. ja, eigentlich sage ich Schwerti zu dir, das ist dein Spitzname. Ganz genau. Und wir kennen uns durch das FXPO-Projekt. Mhm, ja. Wie kamst du zu FXPO und was bedeutet dir das? Genau, also das FXPO-Projekt ist eigentlich mehr oder weniger eine Zusammenkunft zwischen uns und den Wolf Brothers. Und die Wolf Brothers haben uns schon früher gekannt und durch ein anderes Projekt und über ein paar Umwege kam eines Tages mal so ein Anruf, ja, du pass auf, Nick Melly ist da aus England und der versucht ein Museum hochzuziehen in Deutschland, in Nürnberg speziell, weil die anderen Orte irgendwie schon Museen haben und er meint, dass Nürnberg da prädestiniert dafür wäre. Und in dem Museum soll es hauptsächlich um Special Effects gehen, um Techniken, wie damals Figuren zum Leben erweckt worden sind, nicht mehr wie heute, also mit Computer und CGI, sondern damals richtig als Puppen mit also Animatronics, Kabel gesteuert etc. etc. Und dafür sucht er halt Unterstützer und Leute, die wo halt, ja, sag ich mal, ihm helfen, diese Vision wahr werden zu lassen. Ja, und du hast so eine ganz spezielle Fähigkeit. Ich kann es gar nicht selber in Worte fassen. Wie ist eigentlich deine Berufsbezeichnung richtig? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich bin ich Special Effect Maskenbildner, SFX Artist, Make-up Artist und Puppenbauer, Animatronic Maker. Das ist also wirklich, wir machen Creature Design, wir machen für Film und Fernsehen, Kino, machen wir halt einfach Puppen, Figuren, alles was kreucht und fleucht und sich bewegen muss oder halt auch Bluteffekte, Spezialmasken, wo Leute älter werden müssen, wo Leute irgendwelche Wunden haben etc. Sowas machen wir natürlich. Und da gibt es jetzt direkt, glaube ich, gibt es keine richtig gute Bezeichnung dafür, Special Effect Man, ich weiß es nicht. Es ist zu vielschichtig, dass man es unter einen Begriff ablegen könnte. Und ich eier immer ein bisschen außen rum, weil ich nie weiß, wie ich die Bezeichnung dann richtig anwende. Ja. Aber insofern, wenn es keine richtige gibt, genau. Das heißt, in deiner Funktion arbeitest du für Film, Funk und Fernsehen, also Funk weniger, aber magst auch an ziemlich bekannten Produktionen mit. Ja, wir haben also, wie gesagt, immer als Standardproduktion ist meistens Aktenzeichen XY dabei. Der alte haben wir, der Tatort, viel der Münchner Tatort ist dabei, berühmte mit Bartitsch und Leitmeier natürlich, die wo auch sehr gern gesehen werden. Des Weiteren sind wir natürlich in Frankfurt unterwegs für die Taunus-Krimi, dann Vaterfreuden von Matthias Schweighöfer fürs Kino. Also wir sind wirklich für alle großen Sachen immer wieder, wird man mal gebucht und da arbeitet man und da. Und man kommt schon rum und ich denke, also wir haben bisher ganz gute Referenzen und die werden immer besser, hoffe ich, und dass es natürlich auch weitergeht in Zukunft. Ja, und jetzt hast du auch noch mit an dem neuen Yoda gearbeitet. Ja, genau, und zwar Nick, sein Wunsch war natürlich, den Yoda nochmal so entstehen zu lassen, wie er damals zusammen ihn mit Stu Freeborn und den ganzen anderen Helfern, sage ich mal, Dave Barclay etc., Bob Keen und so weiter und so fort, gebaut haben 1979 in England in den Elstree Studios für Star Wars Das Imperium schlägt zurück. Und er wollte ihn genauso bauen, wie er damals gebaut worden ist, dieselben Techniken verwenden, die ganzen selben Schäume, Materialien und so weiter. Und wir haben halt diese ganzen Foam Lab Geschichten zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben die alte Mischung rekreiert, also die alten Schaumlatex Geschichten sag ich mal, nochmal neu erfunden mit den heutigen Materialien, dass sie dem Original so ähnlich kommen wie möglich, weil die damaligen Komponenten, die existieren nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Und jetzt haben wir natürlich ein Pendant gesucht, das wurde natürlich exakt dafür funktioniert und passt. Ja, genau, und dann haben wir den zusammen entwickelt und hoffen natürlich stark, dass das auch irgendwie von vielen Leuten auch gesehen wird. Die Vorstellung war jetzt auch in London auf der Star Wars Convention. Da sind auch viele junge und auch ältere Leute ganz begeistert gewesen, um diesen Yoda in real zu sehen und keine Computeranimation. Naja, und jetzt sind wir hier an der Technischen Hochschule in Nürnberg, wo jetzt seit zwei Semestern, also seit Oktober 2015 aktiv noch an diesem Projekt gearbeitet wird. Und du bist auch daran beteiligt. Heute endlich Krönung, der erste Tag der Ausstellung hier, so eine kleine Mini-FXPO. Was bedeutet für dich die Arbeit hier an diesem Projekt? Genau.
Also primär ist es natürlich, dass es einfach den Zugang für alle Leute gibt, um einfach diese verlorenen Techniken auch denen nahe zu bringen und auch wieder vielleicht dann so eine Sensibilität den Leuten wieder beizubringen, dass man nicht immer alles mit Computer machen braucht. Dass es auch wirklich, dass es Handmade-Effekte sind, also dass da Leute dahinter stehen, Geschichten dahinter stehen. Und sie haben auch persönliche Erlebnisse, sie haben Erlebnisse am Set mit verschiedenen Leuten. Es ist auch so eine Zusammenkunft von vielen Leuten. Jeder hat daran gearbeitet. Das ist so wie so ein kleines Abschlussfest. Und man weiß, man hat das jetzt erschaffen und jetzt sind wir auf der nächsten Stufe. Es geht noch einen Ticken weiter und wir sind mit Sicherheit sicher alle miteinander, dass es nicht das Ende der Fahnenstange ist, dass es weitergeht. Und wir setzen nach wie vor auch bei uns in der Firma, also in unserer eigenen Firma Movie SFX, setzen wir halt immer noch nach wie vor auf Puppen und Animatronics und keine digital entstandenen Figuren. Deswegen ist meine Hoffnung eigentlich schon groß für die Leute und für die Kinder, die heute irgendwelchen virtuellen Pokémons nachrennen, auf der Straße auch mal zu zeigen, schaut her, das ist analog, das ist da, das ist real, das ist fassbar, greifbar und es wirkt natürlich auch tausendmal echter im richtigen Film und einfach diese Techniken nochmal aufzuzeigen, um zu sehen, Mensch, das ist was Besonderes, das ist toll und sowas will ich gern sehen und da ist ja vielleicht auch J.J. Abrams im neuen Star Wars schon ein guter Schritt gelungen, dass man viel analoge Techniken auch wieder hineinbringt. Und unser größtes Ding wäre natürlich, wenn wir unseren Yoda hier natürlich in einen von den kommenden Star Wars Filmen noch irgendwo, vielleicht in einen Seitensequel oder Ableger unterbringt. Das aber jetzt mal toll gucken, was kommt. Ein Schritt nach dem anderen. Genau, Step by Step. Das, was wir beide jetzt hier machen, ist ja im Prinzip genau die Philosophie, der Nick folgt. Also er möchte ja die Stars hinter der Kamera. Ich meine, es gibt zum einen die berühmten Schauspieler, aber eigentlich macht den Film ja eine viel größere Crew aus. Und du gehörst ja auch zu der Gruppe, die hinter der Kamera aktiv ist, die man eigentlich gar nicht im Vordergrund so sieht. Und genau die Geschichten, die da passieren, möchte der Nick ja am Leben erhalten. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt gerade hier genau, auch machen. Ganz genau. Das ist also wirklich die Quintessenz von dem Ganzen, ist es ja. Und es wäre schön, wie gesagt, einfach die Leute wieder dazu zu bewegen und zu sehen, Mensch, setzt euch vielleicht mal selber auch hin und guckt mal oder macht mal irgendwie mehr was Handwerkliches, macht irgendwie weg von den Computern, macht mal irgendwas wieder, was Schönes, trefft euch mit Leuten. Und genau hier geht es auch in diesem Museum auch um diese Geschichten dieser ganzen Menschen hinter diesen Kulissen. Und wie gesagt, uns hat es nie vor die Kamera gezogen, das natürlich optisch ein Problem ist. Genau. Also ist man natürlich lieber hinter der Kamera. Nee, also ich hatte noch nie einen Drang, dass ich da irgendwo vorne stehe und irgendwie mich da irgendwie ja, profilieren müsste oder sonst was. Ich finde, es ist immer interessant, im Hintergrund zu agieren, weil es ist wie so ein Puppenspieler, also ein Marionettenspieler. Ich meine, die Leute sehen die Puppe selber und sie können halt der Puppe so viel mitgeben, so viel Emotionen transportieren etc. Und das funktioniert halt digital nicht, wo irgendwie 20, 30 Leute in irgendein Computerbild rumbasteln. Da geht was ab und zwar ist es die Seele. Und Nick erzählt halt von den vielen Seelen, die wo sich hinter so einer Figur befinden und dass diese Leute Geschichten zu erzählen haben, die wo sehr interessant sind, das will er erreichen und dass das einfach für die Nachwelt auch erhalten bleibt. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Dankeschön.